Und Danko führte sie. Sie folgten ihm willig. Sie glaubten an ihn. Mühsam war der Weg. Er war finster und an jeder Biegung öffnete der Sumpf seine faulige Falle und verschlang Menschen und die mächtige Mauer aus Bäumen versperrte den Weg. Die Äste waren ineinander verschlungen, wie Schlangen breiteten sich die Wurzeln aus und jeder Schritt kostete die Menschen viel Blut und Schweiß. Lang war ihr Weg. Der Wald wurde dichter, die Kräfte verließen sie. An diesem Punkt begannen sie, sich über Danko zu beschweren. Sie sagten, ein so junger und unerfahrener Mann hätte sie nicht führen sollen. Doch er schritt ihnen voran und war heiter und gelassen.